Insgesamt in der Vorbereitung ist halt wichtig, dass wir alle Grundlagen legen. Also Spiel mit dem Ball, Spiel gegen den Ball, wie wir halt spielen wollen, auch die Formation zu finden. Wir sind sehr zufrieden im Moment. Letztendlich halt die Auswahl von Kim Falkenberg und von Adi Menger war halt, tat schon weh oder tut schon weh, aber letztendlich hat die Mannschaft, der Rest der Mannschaft halt richtig gut gearbeitet und ja, wir sind froh, dass wir halt einigermaßen durch die Vorbereitungen gekommen, harte Vorbereitungen gekommen sind, ohne halt so viele Verletzte zu haben. Ja, grundsätzlich war es immer wichtig, natürlich die Neuzugänge zu integrieren. Ja, der Trainer hat probiert natürlich auch den neuen Jungs zu zeigen, welche Fußball wir spielen wollen, dass man versucht zu verinnerlichen, wie wir anlaufen wollen, wie wir mit dem Ball spielen wollen. Das waren natürlich grundlegend schwer, ja, schwerwiegende Punkte gewesen in der Vorbereitung. Kurz zu Samstag, welches Fazit zieht ihr aus diesem Turnier? Was könnt ihr vielleicht verbessern, aber was lief schon ganz gut? Auch ich denke, gerade im zweiten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach haben wir gezeigt, wenn wir vorne drauf gehen, unser Pressing spielen, dann sind wir eine recht gefährliche Mannschaft. Natürlich muss man immer an Details arbeiten und ja, wir haben immer was zu tun, wo wir uns verbessern können.